Das Volksbankhaus in Bonn. An diesem Tag nicht nur Standort der ansässigen Genossenschaftsbank, sondern Treffpunkt für Unternehmer aus dem Großraum Bonn. Die IHK Bonn-Rhein-Sieg hatte eingeladen, um in einem Dialogforum über soziale Marktwirtschaft zu diskutieren. Wir machen heute hier eine Veranstaltung zu CSR, Social Corporate Responsibility, um Unternehmen zu sensibilisieren für ihre gesellschaftliche Verantwortung, damit Unternehmen dieses annehmen und für ihre soziale Verantwortung, ihre gesellschaftliche Verantwortung eintreten. Und wir wollen Ihnen hier Mittel und Wege und Instrumente zeigen, wie man das machen kann und den Austausch zwischen den Unternehmen herstellen. Erster Schritt, ein Impulsreferat von Professor Bohms, Direktor der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur in Bonn. Ein interessanter Ritt durch Theorie und Praxis der Wirtschaftsethik, garniert mit aktuellen wirtschaftspolitischen Beispielen. Zunächst mal muss man ja da anfangen, wo man ist, vor Ort. Und man muss Impulse setzen, man muss die Menschen erreichen, die ein Nachdenken, einen Gedanken weitertragen können. Und genau darum geht es, neu darüber nachzudenken, was ist vernünftiges Unternehmertum? Wohin wollen wir mit der Marktwirtschaft? Das sind die Fragen, die hier gestellt werden. Und wenn das weitergetragen wird, sind wir ein Stück weiter. Vertieft wurden die Gedanken dann in vier verschiedenen Themenecken. In Gruppengesprächen mit Experten aus den Bereichen Wohlfahrtsverbände, Handelskammern und Innungen, Genossenschaften und Gemeinwohlökonomie. Fruchtbare Gespräche, die zumindest erste kleine Ergebnisse brachten. Mein Fazit ist, dass ich mich freue, hier mit den lokalen Akteuren weiter zusammenzuarbeiten und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften zu fördern. Fazit unserer Diskussion war im Grunde genommen, dass es trotz wirklich schwerwiegender sozialer Probleme, die wir in den nächsten Jahren doch auch in unserem Land erwarten, Lösungsvorschläge gibt und Ideen gibt, mit denen wir in die Zukunft gehen können. Und die liegen interessanterweise gerade zum Beispiel im Bereich des Digitalen. Erste Anhaltspunkte also, um gemeinsam mit allen Akteuren der Region Verantwortung zu übernehmen und so dafür zu sorgen, dass alle von der Marktwirtschaft profitieren. Ich sehe da gerade uns als Kunden, als Verbraucher in einer großen Verantwortung. Wir haben die Macht, Unternehmen dazu zu bringen, dass sie sich an der Verantwortung beteiligen und das in ihrem Unternehmen auch leben. Ein Ziel, das nun von allen Teilnehmern in die Region weitergetragen werden soll. Am Ende eines Nachmittages voll spannender Diskussionen, die schon bald in weiteren Veranstaltungen vertieft werden sollen.